So, Palim, Palim, meine lieben Pigmentsüchtigen. Servus, grüß euch zu Cold Curse und zum heutig letzten Part der Serie The Everrain von Grimlord Games. Zu guter allerletzt gibt es ja quasi den Big Boy, dieser Elderly God in irgendeiner Art und Weise. Gibt es gleich zu, ich habe absolut keinen Plan gehabt, wie ich den bemale und bin da quasi mit Bauchgefühl reingegangen. Zweitens, ich mag keine großen Modelle. Folgedessen war da eher das Ziel, schnell fertig zu werden. Aber es ändert letztendlich nichts dran. Basecoat schwarz, Zenithal mit weiß von oben. Ich habe dann ein paar Stellen noch mit einer Ink in weiß verbessert oder quasi hervorgehoben. Und wir starten mit einem Malignant Green. Wir laden das Ganze in eine Airbrush. Zu bemerken ist, dass das Ganze natürlich auch instant mit einem Pinsel zu machen ist oder nachzumalen ist, aber natürlich dauert es halt einfach länger, okay? Aber grundsätzlich spricht jetzt nichts dagegen, das Ganze mit einem Pinsel nachzuknallen, okay? In Folge des Videos gibt es dann am Schluss wieder ein paar Sammelbilder und einen Abschluss und ja, wir sehen uns dann im nächsten Schritt. Viel euch, baba!
Ärzte. Wir haben einmal die Haut erledigt mit einem Segelkot. Wenn wir halt ein paar Stellen ein bisschen intensiver haben, dann knallt man einfach eine zweite oder dritte Runde drauf. Ja. Okay, nächstes Magic Blue. Wir beginnen mit der ersten Schicht fürs Wasser. Ja. Also ebenfalls wieder Airbrush oder Pinsel, ist ganz egal. Keep it simple, falls irgendwo daneben gesprüht oder daneben gepinselt wird, don't panic, das kann man alles nur korrigieren. Ist alles nicht so schlimm, okay? So, nächster schneller Schritt, wir werden nehmen Hardened Leather und sprühen oder pinseln quasi eine Schicht auf dieses Schiffswrack da unten im Erdgeschoss quasi an. Okay, gar nicht viel Technik, Arme drauf knallen, das war's. Unverändert würde man quasi daneben patzen oder pinseln, just voll wurscht. Alles noch nachkorrigiert und spielt überhaupt bei dem keine große Rolle bei der Größe von der Miniatur. Schaut schon ganz nice aus. Nächste Grundton wird in dem Fall dieses Grunic Grey. Wie gesagt, ihr könnt es natürlich irgendwelche anderen Formen auch verwenden, ist ganz geil. Was nehmen wir für Grunic Grey? Wir painten, brushen, wie auch immer, sprühen quasi diesen vorderen felsigen Teil bzw. einen Teil des Rückens. Ja. Da brauchen wir wieder nicht so genau drauf schauen. Wie gesagt, das Mini liefert eine dementsprechende Größe, das was sehr viel verdient. So, wenn wir vorne fertig sind, kümmert man sich um ein paar erste Verschattungen. Ja, die kommen dann quasi gleich fortlaufend, also kurz da bleiben. Das heißt, dort, wo die Tentakel am Körper beginnen, hinten, wo es halt ganz tiefe Stellen gibt, da kann man mal so Runic Grey hineinsprühen. Unterseite von den Tentakel kann man ein bisschen was hineinsprühen. Punktuell. Ja, unten die Felsen kann man ein bisschen betonen. Alles gut soweit.
Schaut schon ganz gut aus. Im nächsten Schritt mit Palette bauen. Laden wir Pinsel oder Airbrush. Das ist bis jetzt immer noch alles 1 zu 1. Und kümmern uns um diesen komischen Rücken da, was auch immer das sein soll, ich habe keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall diese komischen Panzer da oder diese Krater, was das sein soll. Ja, also da könnt ihr mir großflächig draufknallen. Das Einzige, was wir auslassen, ein bisschen ist quasi der zentrale Punkt dieser Krater oder dieser Risse. So, dann kommen wir ja ein bisschen so diesen fleischigen Ton da hinten, Purple Alchemy, wieder 1 zu 1, also wir sprühen einmal in diese Krater oben hinein, dann quasi unten in diesen Spalt, oder was da, keine Ahnung, wie gesagt, I don't know, was das sei, also das ist alles nur ein reines Bauchgefühl von mir, beziehungsweise diese Innenseite, wo die Tentakel quasi diese Saugnäpfe haben. Ja, also da kann man ruhig einmal ordentlich draufpacken. Wichtig ist nur, dass es nicht zu nass ist. Ja, lasst es einmal ein bisschen eine Schicht vielleicht trocknen dazwischen oder lasst es trocknen mit der Airbrush, je nachdem, was halt bei euch für Möglichkeiten besteht.
So, im nächsten Schritt holen wir uns quasi den ersten Lichtreflex herein, der was quasi vom Wasser wiedergespiegelt ist. Das haben wir ja durch die ganze Everin-Serie durchgezogen. Und zwar nehmen wir mal unser klassisches Plasmatic Boat und sprühen grundsätzlich alle Schatten damit ein. Ja, also von unten gehalten. Wichtig ist bitte wirklich von unten halten, die Airbrush, oder halt dementsprechend von unten pinseln, ist ganz egal. Und schaut, dass von unten quasi das Grün hineinknallt. Ja, das kann ruhig ein bisschen großflächig sein, das kann unter die Tentakel sein, das kann unter dem Felsen sein. Das müsst ihr einfach situativ entscheiden, wo es gerade für euch ein Paint-Flow quasi oder für eure Farbstimmung für euch passt. Ja, falsch gibt es grundsätzlich nicht, weil es an und für sich recht eine schöne Synergie bietet, finde ich, zwischen den einzelnen Formen mit Gelb-Grün. Und nachher kommt noch ein bisschen was dazu. Ja, also, don't panic. Ja, das Grün schlagt sich ganz gut. Also wie gesagt, einfach das Bauchgefühl und Optik entscheiden, wie das Ganze für euch als Ergebnis wirkt. Das heißt, wichtig immer dazwischen ein bisschen aufhören, Miniatur wenden und drehen, anschauen. So kann man sich quasi die Reflexe relativ gut einteilen. So, die Reflexe sind, glaube ich, ganz gut gelungen. Als nächstes werden wir nehmen dieses Slaughtered Red, ebenfalls wieder 1:1, und wir kümmern uns quasi um diese, keine Ahnung, wie der Krater oder was auch immer das ist. Wir machen da jetzt nur die Außenkante von die Krater, ja, damit wir quasi so ein bisschen einen fleischigen Look erzielen. Ja, also quasi nur die Außenseite von den Kraterenden, ja, damit da, ja, damit es einfach ein bisschen zusammenpasst. So, mit demselben Slaughtered Red kümmert man sich so wie bei den Schiffen von The Everin um das Wasser und holen uns ein bisschen spannende Lichteffekte heraus. Das heißt, von der Seite sprühen wir diese Wellen an und bekommen quasi so ein bisschen was Lilanes herein. Ja, das bietet so ein bisschen die erste Schattierung, damit die Wellen ein bisschen Tiefe haben.
bin ein großer Fan geworden in letzter Zeit von Verschattungen quasi akzentuieren ordentlich. Das heißt, mit einem Green Black oder mit einem anderen Schwarz, ist ganz egal, holen oder betonen wir nochmals quasi die tiefsten Schatten. Ja, also dort, wo der tiefste Punkt ist, wie zum Beispiel bei diesen 1444 Achseln, ja, oder quasi, ganz egal. Ja, sechst du, wo der tiefste Spot ist, dort spreche ich einfach mit Schwarz nur eine. Warum mache ich das? Weil es natürlich den Kontrast erhöht zu den anderen Farben. Ja. Du kannst natürlich auch Grau nehmen oder kein reines Schwarz. Ja, also müsst ihr halt nach Bauchgefühl entscheiden. Ihr habt jetzt da quasi Cream Hard Black genommen, stellenweise ein paar die Felsen unten ein bisschen betont. Genau, wieder ein bisschen Abstand halten, Miniatur begutachten, wieder drauf sprühen. Da gibt es grundsätzlich keine goldene Regel. Ja, ich bin bei den Tentakeln unten ein bisschen hineingegangen. Also, keep it simple. Ja. So, ich glaube, die Schattenspots sind ganz gut bekommen. Natürlich immer aufpassen, dass es nicht zu viel ist, weil sonst gehen wir ja wieder back to the roots, das muss nicht sein. Im nächsten Schritt holen wir uns ein Nullen Oil, beziehungsweise einfach eine dunkle Shade. Da könnt ihr natürlich nehmen, was wollt. Ja, im ersten Schritt, wenn wir shaden, verdünnen wir das mit einem Medium und machen das einmal großflächig auf den ganzen Kollegen. Ja. Schaut, dass nicht allzu viel poolen da, sondern nicht dann einfach mit einem großen Pinsel wieder wegsaugen. Ja. Ich habe ganz ehrlich gesagt nicht viel auf Genauigkeit geschaut. Ihr seht es eh, ich bin nur recht großflächig drüber gegangen. Im nächsten Schritt werden wir dann nur mal schäden. Wichtig ist bitte nur gut trocknen lassen. Ja.
So, nachdem die Shade ein bisschen getrocknet ist, shaden wir nochmal, oder diesmal mit der Airbrush, wie gesagt, oder auch mit dem Pinsel. Dann nehmen wir aber die Nullen Oil oder eure Dunkel Shade quasi pur und knallen sie quasi in den Bereich des Rückens drauf. Ja, ja, also quasi in diesen Kraterflanken im Base unten, beziehungsweise bei den Stellen von dieser Kluft. Ja. So, wir neigen sich dem Ende hinzu, wie gesagt, Speed Adjust. Ja. Wir starten im letzten Schritt quasi mit einem Dry Brush, in dem Fall mit einem Arctic White, und pinseln halt markante Stellen hervor. Nicht großflächig, nicht alles, ja, alles was erhaben ist. Wir haben sich ums Schiff gekümmert, natürlich um die Wellen, bei den Wellen vermehrt natürlich auf diese Schaumkronen und dann halt nur quasi ein paar Kanten unten, damit ein bisschen Tiefenwirkung entsteht. Teile der Brust, Teile des Kopfs, Teile des Kraters hinten. Ja. Also wieder nach dem Bauchgefühl einfach entscheiden, ja, wo gefällt es euch am meisten. Es gibt absolut kein Falsch. Ja. Wenn irgendwer sagt, das hättest du besser nicht machen sollen, ach gut, wenn es echt gefällt, ist es einfach voll wurscht. So, liebe Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen besser machen können als wie ich. Vorweg, hoffentlich hat die Everrain-Serie Spaß gemacht. Falls ja, abonniert uns doch, lasst uns einen Kommentar, liked da, supportet unseren Wahnsinn, damit wir gemeinsam alles noch viel weiter spreaden können bis in die Unendlichkeit. Am Schluss gibt es noch ein paar Bilder und ein Video dazu, wie das Ganze fertig ausschaut. Vielleicht schickt es uns ja ein paar Impressionen. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Der liebe Florian aus der Community hat mir ein paar Bilder von seinen Ergebnissen zugeschickt. Und es wird zukünftig halt bei sowas immer ein Community-Feedback von uns geben. Ja? Quasi ein paar Tipps und Tricks und natürlich ganz viel Lob für die beste Kunst, die was man auf dieser Welt gestalten kann. Ja. Ansonsten, lieber Florian, freu dich aufs nächste Video. Das gilt quasi nur dir und deinen Künsten. Und ansonsten, liebe Leute, ich verabschiede mich wieder mit einem sogenannten Palim Palim. Schönen Abend noch, pfiat euch, Servus, und wir sehen uns beim nächsten Mal.